So, hier ist jetzt also der zweite Teil über die Schmalspurbahnen im Harz bzw. über die Nutzung ihrer Gleispläne als Vorlagen für Spielbahnen. Ursprünglich war geplant, diesen Teil über die komplette Harzquerbahn zu machen, also die komplette Strecke von Nordhausen nach Wernigerode. Aber dann ist mir aufgefallen, dass in Wernigerode doch sehr viel interessantere Bahnanlagen sind. Also fangen wir da an. Obwohl in diesem Film nur die Rosinen rausgepickt werden, ist die Motivdichte in Wernigerode doch so hoch, dass wir voraussichtlich kaum an den Stadtrand kommen werden. Aber das wird sich im Lauf der Produktion des Films herausstellen. Dies ist der Kanal von Thorstens Mobile Design, dem Planungsdienstleister für unkonventionelle Modellbahnanlagen. Und wie immer der Hinweis, liken, wenn das Video gefällt, abonnieren, wenn der Kanal gefällt. Ihr kennt das ja. Nach dem Titelsong geht's dann los. Wie gesagt, das ursprüngliche Konzept zu diesem Film umfasste den Bahnhof Wernigerode. Weiterhin sollte ein Blick auf den Bahnhof Bennekenstein geworfen werden. Dieser Bahnhof hat auch eine kleine Lokstation sowie einen Gleisanschluss eines ortsansässigen Betriebs. Und dann sollte der Blick des Zuschauers nochmal kurz auf die Eisfelder Talmühle gelenkt werden, bevor die Betrachtung dann beim Bahnhof Nordhausen Nord enden würde. Und dann habe ich mich an einen alten Artikel über das BW Wernigerode Westerntor erinnert. Den habe ich rausgesucht und gedacht, das müsste eigentlich schon noch mit in den Film rein. Und dann wurde mir klar, irgendwie müsste dann ja auch noch die Strecke zum Elmo-Werk in Wernigerode rein, also zum ehemaligen Elektromotorenwerk. Und beim Nachempfinden dieser Strecke fiel mir dann auf, die Normalspurstrecke ist ja eine eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahn. Das ist ja im Grunde genommen genau das, was meinem Idealvorbild für eine Modellbahn entspricht. Also muss das auch noch mit rein. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Bahnhof Wernigerode HSB an. Das ist dieser Bahnhof hier rechts oben, und zwar der Schmalspurteil. Wernigerode HSB und Hauptbahnhof in Vorbild- und Modellbahnplanung. Das hier ist im Prinzip die Nachbildung des Schmalspurbahnhofs, der direkt neben dem normalspurigen Hauptbahnhof von Wernigerode liegt. Sozusagen das Verbindungsglied zwischen beiden Bahnanlagen ist die Drehscheibe mit dem angeschlossenen dreiständigen Lokschuppen. Diese Bahnanlagen gehörten nämlich bis in die 60er Jahre zum normalspurigen Teil des Bahnhofs. Erst dann wurden sie dem Schmalspurnetz zugeschlagen. Das hat natürlich zur Folge, dass sowohl auf der Drehscheibe als auch das Verbindungsgleis zwischen Drehscheibe und Normalspurnetz ein Vierschienengleis ist. Das traf, glaube ich, auch auf den alten Lokschuppen zu, aber da bin ich mir nicht sicher. Zu dem Zeitpunkt, als ich damals da war, war nämlich schon ein neuer Lokschuppen im Bau. Aber zumindest das Vierschienengleis auf der Drehscheibe ist schön zu erkennen. Das Vierschienengleis als Verbindung zwischen Drehscheibe und Normalspurbahnhof ist allerdings nur zu erahnen. Auf diesem Bild ist es aber durchaus schon etwas besser zu erkennen. Bezogen auf das eigentliche Thema des Filmes, nämlich die Nutzung von Schmalspurgleisplänen für regelspurige Spielanlagen, ist das zwar im Prinzip totes Wissen, aber vielleicht ist das Wissen ja doch irgendwann ganz nützlich, falls man irgendwann eine Anlage planen sollte, bei der eine Schnittstelle zwischen Normalspur und Schmalspur vorhanden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gucken wir uns jetzt einfach mal den Ablauf an, der passiert, bevor eine Lok morgens mit dem ersten Zug auf Reisen geht. Ob die Lok über Nacht in diesem Bahnhof stand oder ob sie aus dem nicht allzu weit entfernten BW Wernigerode Westerntor gekommen ist, das kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr sagen. Irgendwie schien es damals in Wernigerode jedenfalls üblich zu sein, dass man ein frisches Bier bekommt, wenn man das ausgetrunkene Bierglas nicht mit einem Bierdeckel abdeckt. Andererseits, 13 Pfennig für 0,2 Liter Pils, da kann man auch noch ein paar nicht bewusst bestellte Bier mittrinken. Nur beim Verlassen der Kneipe gab es einen unschönen Vorfall. Da wäre mir doch fast so ein besoffener Idiot auf die Hand getreten. Naja, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ist, an dem Morgen war meine Beobachtungsgabe tendenziell etwas eingeschränkt. Aber mir ist zumindest aufgefallen, dass im BW Wernigerode, direkt neben dem Personenbahnhof, eine Dampflok betriebsbereit gemacht wurde. Außerdem stand im Personenbahnhof eine leere Zuggarnitur ohne Lok. Naja, und dann kam zusammen, was zusammengehörte. Um es nochmal zu verdeutlichen, die Lok zog aus dem BW bis hierhin vor. Dann wechselte sie die Fahrtrichtung und setzte sich an die leere Zuggarnitur. Und dann war irgendwann der Zug abgefahren.
aber zum Glück mit uns. Aber ich glaube, so ganz bei mir war ich trotzdem noch nicht, denn von der nächsten Station habe ich kein einziges Foto gemacht. Und das, obwohl an der nächsten Station ein großes BW und die zentralen Werkstätten der Schmalspurbahn waren. Wernigerode-Westerntor leider nur als Modellbahnplanung. Diese Darstellung eines Teils des Bahnhofs Wernigerode und der Station Wernigerode-Westerntor ist nur um wenige hundert Meter verkürzt. Es ist auf jeden Fall klar erkennbar, dass beide Betriebsstellen nur wenige hundert Meter auseinander liegen. Um die eingleisige Hauptstrecke zu kennzeichnen, habe ich auf ihr mal einen Triebwagen hingestellt. Zur Orientierung ist dieser Triebwagen auch auf der Draufsicht der Betriebsstelle Wernigerode-Westerntor zu sehen. Der Gleisplan, wie er hier zu sehen ist, hat in Natura nie so existiert. Er ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Jahren. Aber er soll ja im Prinzip auch Ideengeber für eine Spiel- und Spaßanlage sein. Und von daher ist es, glaube ich, schon passend. Einige Veränderungen sind zum Beispiel, das hier ist die ursprüngliche Dampflokwerkstatt. Sie wurde irgendwann zeitweise hierhin verlegt, aber diese Gleise sind heutzutage auch abgebaut. Aber wer beispielsweise, wie unsere Politiker, ein eher lockeres Verhältnis zur Realität hat, der kann natürlich da irgendwas anderes hinbauen. Auch die direkte Verbindung Richtung Elmo-Werk wurde etwa an der Stelle, wo jetzt das Rote Kreuz zu sehen ist, gekappt. Aber so ein Gleisdreieck, das eröffnet natürlich sehr viele Spielmöglichkeiten. Deshalb habe ich die Verbindung mal dagelassen. Und hier diese betonierte Fläche, das ist eine Standfläche von einem Gebäude, für das ich keinen passenden Platzhalter gefunden habe. Und auf der linken Seite befindet sich dann das rot gedeckte Empfangsgebäude und die beiden Bahnsteige. Hier sehen wir jetzt die Bahnanlage aus Richtung Nordhausen kommend. Die graue Fläche links vor dem Empfangsgebäude ist der Parkplatz. Hinter dem Empfangsgebäude ist das Werkstattgebäude zu sehen. Und wenn wir jetzt von der Preiser in die Vogelperspektive wechseln, sehen wir, dass das wohl berühmteste Motiv der Harzquerbahn auch nicht so weit entfernt ist. Für mich als Wessi war es damals wirklich völlig surreal, dass ein Dampfzug mitten über eine zentrale Kreuzung einer Stadt hinwegrauscht. In Natura ist die Distanz zwischen dem Bahnhof Westerntor und der Kreuzung Westerntor zwar weiter als eine Zuglänge, aber mehr als 2 bis 3 Zuglängen dürften es nicht sein. Von der hier nachgestellten Kreuzung habe ich allerdings durchaus ein paar Fotos gemacht. Als versierter Eisenbahnfotograf, der ich damals schon war, habe ich natürlich darauf geachtet, das eigentliche Motiv nicht zu dominant wirken zu lassen. Meine zentrale Technik zur Erreichung dieses Ziels war damals, mich so zu positionieren, dass zwischen Kameralinse und Motiv möglichst ein störendes Objekt war. Wie man an diesem und den folgenden Bildern sieht, hatte ich diese Technik damals echt drauf. So, Selbstironie Ende. Aus modellbahnerischer Sicht ist so ein Foto gar nicht mal so schlecht. Die ganzen sichtbaren Details wie verschiedene Straßenbeläge, Ausbesserungsstellen und diverse Geländer und Ampeln und ähnliches sind natürlich wieder Details, die für Modellbahner Gold wert sind. Aber auch Spielbahnen können mit solchen Details aufgewertet werden. Auch Nachschüsse sind ja eigentlich bei Eisenbahnfotografen nicht so besonders beliebt. Aber für Modellbahner und Spielbahner können sie durchaus hilfreich sein. So, und jetzt kommen wir zur letzten Station dieses Filmes. Wernigerode-Elmo-Werk, leider auch nur als Modellbahnplanung. Hier ist nochmal der bereits bekannte normalspurige Triebwagen auf der rechten Seite zu sehen. Links sind ein paar Abstellgleise des Betriebswerks Wernigerode-Westerntor zu sehen. Und ganz da hinten, da ist dann Wernigerode-Elmo-Werk. Das ist heute ein Haltepunkt, aber früher war es, glaube ich, mal ein Bahnhof. Zumindest habe ich Hinweise gefunden, dass es mal einen Rollbockverkehr Richtung Elmo-Werk gegeben hat. Und so eine Umspuranlage ist ja normalerweise nicht irgendwo in freier Wildbahn. Aber das sind im Prinzip geschichtliche Details, die im Themenbereich Nutzung von Schmalspurbahngleisplänen für die normalspurige Spielbahn nicht wirklich relevant sind. Also kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema der Schmalspurbahn, beziehungsweise die Gleispläne der Schmalspurbahnanlagen. Hier sehen wir jetzt die Bahnanlagen im Bereich Elmo-Werk von oben. Ganz oben sind Bahnsteig und normalspuriges Gleis der Bundesbahn. Darunter sind die Schmalspurgleise und die graue Fläche deutet eine Halle an, für die ich keinen passenden Platzhalter gefunden habe.
Die große Halle ließe sich allerdings mit ihren 4 Kopfgleisen und den 2 Durchfahrtsgleisen durchaus gut als Abstellanlage nutzen. Im Prinzip also eine Art Vierteljahr ohne Einsatz des Fünffingerkrans. Und ansonsten bliebe jetzt halt noch die Frage, was man mit den ganzen Gleisanlagen, die in diesem Film vorgestellt wurden, eigentlich so machen kann. Deshalb hier nochmal eine Gesamtübersicht, welche die ganzen Komponenten zeigt, die in diesem Film besprochen wurden. An den ganzen offenen Streckenenden wurden im Prinzip symbolische Gleiswendel angefügt. Und zwar hier, hier und hier. Sie sollen andeuten, dass es da in die Unterwelt geht, also in die Schattenbereiche. Die Normalspurstrecke ist ein Hundeknochen oder ein Kreis im Automatikbetrieb. Das eigentliche Spielen mit der Anlage läuft auf den Schmalspurgleisen. Die Fahrten von Personenzügen laufen zwischen diesem Bahnhof und dem Schattenbahnhof ab. Natürlich gibt es auch ein paar Güterzüge, aber die fahren eher in Richtung Elmowerk. Andererseits könnte man sich auch einzelne Teilbereiche eines Gleisplans herauspicken und sie als Inspiration für eine eigene Spielanlage nutzen. Wer sich das selbst nicht zutraut, für den hätte ich eine Idee. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Infoseite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir.